Das ist korrekt. This is correct. Das Capri-Team war by the way 400 Gold wert, just saying. Also, Was verkauft oder was? nein, aber es wird drüber gehovert. Ja, wenn man bedenkt, dass das Ah, Seabird oder wie es hier ist heißt, wieder, hier ist 11.000 wieder, kostet. hier ist eine, so eine grüne Statue und eine goldene Truhe, meine. Das liegt so eher, das sind die Kisten und ich benutze das dann. Also ich spare mir einfach den Weg. Was denn? Ich spare ja, du legst selber in die Kiste und ich kann es benutzen. Das Also warum soll ich es stimmt. einsammeln? Da ist ein Lammball, Sammel für Lammball. mich den Loot. Ich muss 5 Stück fangen. Da ist so ein Igel. Ja? Elektro, wo ich gerne den Joltok. Ja, kannst du gerne machen. Ich hole mir die anderen beiden. Rendieren. Los! So ist halt, das Ding hat eine sehr hohe Abwehr und läuft halt sehr schnell weg. Greif doch das Viech an! The fuck! Wie Sau gerade. Ah, warte mal. Ich glaube, ich muss das hier machen. Alter, warum leckt denn das so? Hab ich's? Ja! Oh, guck mal, wie, oh, schau mal, wie süß der ist. Der ist ja Da putzig. sind Oh ja, Alpakas, lol. LOL! was? Mein Viech hat das Lammball einfach gekillt. Gewone-shottet. Ja. Level 1 halt, ne? Ja, okay. Da ist ein Ei. Hier sind Melpakas, 2 Stück. Hilf mir mal bitte. Schon auf dem Weg. Lol, die sind voll schnell, die rennen weg. Das ist eine Truhe, die nehme ich Ist mal nur so eine mit. kreisende Lamperleiche Armes Lammball. Habe ich ein bisschen überschätzt. Mörder. Tut mir leid. Auf geht's. Nightwing. Das Mach ihn Viech. down. Da sind noch zwei so Hab ich Blitzigel. gehört, schon eins. Und wir können Aphis verkaufen, mehr davon fangen. Aber ich hasse es, dass du mit dem Ball treffen musst. Wenn die sich bewegen, ist es sehr schwierig. Oi, das wurde wieder aus dem Leben gejietet. Scheiße. What the fuck? Warum ist mein Viech Ah! so stark? Die sind so schwach, Alter. Ja, aber meins ist auch nur Level 10 oder so. Ja, Level 10, das ist fünfmal so stark. Wie fünfmal so Ah, ich stark. bin paralysiert! Ja, mein Viech ist Ist nicht Wahnsinn. gut, gegen Pokémon zu kämpfen. Ah, toll, die komischen Yoltoks fangen sich jetzt gegenseitig. Die bekämpfen sich gegenseitig. Wenn die Flächenangriffe benutzen, die machen sich gegenseitig kaputt und ich kann dir einfach das Schwächste fangen Er immer. hat schon wieder das Viech umgebracht, mein Viech. Oh mein Gott. Guck mal, ich kann gerade drei davon nur von alleine fangen. Oh, Jesus Christ. Arme Lammball. Ich hab 4 Joltoks schon. Nice. Ich habe kein einziges gefangen, weil ein Viech Ich hab irgendwie keins, ultra meine mad Beine. ist. Halt euch zurück und nimm Schwächeres. Ehe, wenn schon Hass, immer Hass. So. Wow. Wow! Patsche. Nicht Daneben über die geworfen. Brücke, nicht über die Brücke. Warum, Das warum, sind warum? unfassbar hochlevelige, saustarke Typen mit Bögen. Okay, mach ich Und nicht. Armbrüsten. Okay. So ungefähr wie die Soldaten letztens. Geil. Ah, ne, es rennt einfach weg, Mann. So ein Sch Was ein Lammball? Warum fängst du Lammballs? Weil ich 5 für meine Quest machen fangen muss. So. Ich habe keine Pokébälle mehr. Ich habe mir extra 25 gecraftet. Sollen wir mal ein paar hundert bauen vielleicht? Ja. Also Steine, Palladium und Holz farmen bis zum Abwinken. Es ist effektiv nur Steine, weil aus Stein können wir Palladium herstellen und Holz haben wir schon 3000. Sehr gut. Hast du schon einen Steinbruch gebaut, dass du zu Ja, Hause auch ein Okay. natürlich. Auch wie ich so Steine abbauen kann? Weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Hast du dein Depresso reingesetzt? Das kann das. Ja, habe ich. Nee, Depresso Okay, habe ich dann dabei. passt. Dann muss Geil. ich Depresso das nächste Mal reinsetzen. Ich glaube, das Affenvieh, ich kann das auch. Junge. Auf geht's, Nightwing. Mach's down. Njo. So ein Düsenjet, Alter. Was? Das ist so ein Düsenjet, das wie ich.
Wahnsinn. Lol, ich kann den Eagle, wenn ich ein Upgrade für den baue, kann ich den als Flashbang benutzen. What? Das sind so Yoltok-Handschuhe, also Gummihandschuhe. Und da kann ich das Ding aufheben, schmeißen und das macht dann so einen Impact-Shock. Das ist ja cool. Tschüss. Come on, Baby. Bleib doch drin. Du hast doch echt kein Leben mehr. Scheiße. Oh mein Gott. Ja. Melpacke habe ich gefangen. Juhu. Kannst du mal herkommen und mir ein Viech fangen, bitte? Mach ich gleich. Ist auch gefallen. Ja, wo bist du denn? Wieder am Arsch der Heide. Warum bist du über die Brücke gegangen? Ich hab gescoutet, ob die Typen auch hier da sind, die in meiner Welt da sind, aber hier ist, beim Eingangsbereich ist noch keiner und hier sind ein paar coole Viecher, die du vielleicht auch haben willst. Bin auf dem Weg. Effektiv eine coolere Version von deinem Flugviech. Das glaube ich nicht. Ein Gale-Claw. Erst bis ich es gesehen habe. Ja, ich schon. Also wenn, dann machen wir, du nimmst das Scheißding und ich nehme das Gale-Claw. Ist okay. Die sind halt saustark, die sind halt Level 19. Nice. Los, Polypurba, ich werde dich. Du kannst es schaffen. Eigentlich nicht. Ich werde es auch nicht schaffen. Sterben? Nein. Aber ich werde gleich sterben. Ja, dann komm doch mal in Richtung Brücke, bitte. Ah! Nein, Polypurba. Pokéball flieg! Mucht! Pokéball flieg! Alter, mein Viech zerstört die so krass. Kannst du mir Pokéball leihen? Nee, ich fang's selber und gib's dir dann. Dann 18 einfacher. Ich gerne. Ja, okay. Einfacher. Du willst doch nur die Credits haben fürs Fangen und die XP. Das auch. Jetzt hätten wir einen Bogen gebraucht, Bene. Mensch. Ich kann Schlammbälle werfen mit meinem Reitviech, also. Ja, okay, das ist schon mal gut. Weil mein Nightwing ist bald down. Es ist gerade literally einfach die Brücke runtergesprungen. Bist du. Are you fucking kidding me? Du B. Ach, knackt. Ja, ich kleide schon die Wand hoch und er wieder drauf. Rennt denn jetzt mein Nightwing hin? Hä? In die Lüfte! Es rennt in die Lüfte. Alter! Junge! Wo rennt er denn hin? Alter! Flammball! Luftkanone! Ey, ich bin gestorben! Inne. Echt jetzt? Ja. Ja. Wo? Im Wasser. Ich hol dein Grab. Kannst mich auch aufheben. Ich brauch die Burgebälle. Ja, der hat gerade dein Gale-Claw. Ich werd auch oh mein Gott. Aber warum? Ja, weil ich keine Ausdauer habe und im Wasser bin. Ist schlecht. Ja. Kann mich ein Vieh hochziehen? Nein. Nee. Okay, wahrscheinlich kannst du haben. Das ist schlecht. Was machen wir jetzt? Respawnen und hinfliegen. Ah ja, okay, gut. Belastend. wir sind hier gestorben und ich kann hier sogar respawnen. Ja, wenn du einen Schnellreisepunkt. Ja, bei der Base kannst du spawnen. Ja. Wollen wir kurz schlafen? Schnellreise haben. Wir, hallo, Matze, es ist Schnellreisepunkt direkt neben der Brücke. Echt? Ah ja, stimmt. Korrekt. Schnellreise. Geht. Das ist nur, wenn wir runtergleiten, ist unsere Ausdauer weg und dann können wir nicht mehr an Land schwimmen. Ja, das heißt, wir rennen da jetzt runter, oder wie? Ja. Ich habe mehr Ausdauer als du, also. Ja, bei mir ist alles gut. Schön. Nee, die spawnen immer die Item-Dinger an einem sicheren, erreichbaren Ort. Die respawn. Unser Rucksack droppt in der Nähe von unserem Todespunkt an einem sicheren Ort. Da zum Beispiel jetzt oben auf der Brücke. Blaue Leuchtfeuer. Wow. Erstmal umsonst runtergerannt. Nice. Oh, ich habe noch bevor du es ist, wenn ich das mit den falschen nehmen. Ja, ja. Also check, dass du wirklich deinen hast. Nimm du einfach deinen und ich nehme dann den anderen.
Kann ich mir da gleich bei dir 5 Pokébälle rausnehmen, wenn ich schon ich mal hab, da bin? glaube ich, auch. Ja, nimm dir 5. Ich glaube, 5 habe ich noch. Hier ist ein Ding zum Aufsammeln, eine Seite, glaube ich. Codex. Hab ich schon. Habe ich noch nicht. Ich nehme 5, ne? Ja. Ah, shit. Hälfte. So. Wow, ey, ich darf da nichts reinlegen. Ich droppe dir die 5 einfach daneben hin, ne? Ist okay. Hä? Was? Wie viele hast du? 5. Okay, dann hatte ich auch nur noch 5. Nur noch 10. Kann schon sein, ja. Was ist der Fall? Soll ich die Werte zurückgeben? Nee, nee, nein, nein, Oh, nein, nein, nee, no. alles gut. Wir ballern jetzt das eine Viech da weg. Wir haben halt keine Fernkampfangriffe, das ist das Ja, wir Problem. haben keinen Bogen und Pfeil, ja. Was ist da vorne? Floppy. Floppy. Ich und Floppy, du Floppy, Kleckers. Floppy und ich. Das ist ein Papillon. Nee, wer ist das Ding? Cinemoth. Papillon. Papillon. Papinella. Papinella. Nehmen den Stärkeren. Mondsichelstrand. Oh Jesus. Boah, die sind echt stark. Ich mach denen fast keinen Schaden. Ja. Und die vergiften einen, so wie es aussieht. Schlecht. Ja. Prozent. Ja, never mind. Ey, die müssen wir anzünden. Vielleicht kriegt der durch Feuer mehr anzünden. Schaden. Ja, mit der Fackel. Schlagen. Okay. Echt? Lang genug. Es geht. Ja. Bei manchen geht das. Halt, wir pullen hier immer mehr, ne? Ultra starkes Viech, das wir gerade getötet haben. Catress. Ja. Ja. Ja, komm mal weg, Nightwing. 2%. Ich werf den Ball. Er hat ihn abgewehrt. 0,3% bei der Catress. 0,3% bei der Catress, ne? Ist Level 30. Ja. Ne, 25 ist sie. Versucht die zu reanimieren, wir hauen dann sofort ab. Oh scheiße, hat nicht geklappt. Ich gehe in Deckung. Ich habe einen Papinella, mal gucken, ob es klappt. Scheiße. Komm her, komm, Deckung. Fuck. Junge, die sind so stark. Ja, ja, Bene, ne? Geh nicht über die Brücke. Ja, am Anfang waren die. Ich hatte eigentlich eher Angst vor den heilenden Menschen, die hier sind, weil die haben halt Armbrüste. Okay. Aber nachts kommen halt nochmal ein bisschen stärkere Viecher als normal. Also ja. Tags sind dann Level 20er und nachts sind halt Level 25er. Nice. Hier ist ein Level 17er Azurobe neben dem Wiedereinstiegspunkt. Falls dich das interessiert. Das können wir uns vielleicht snacken. Dann haben wir einen Legendary Boss. Mich interessiert eher das Dream. Ich muss die. Hatte nur Level 3. Ja, aber das ist Level ja übel schnell. Das ist voll das coole Viech. Okay. Also ich hole jetzt nur schnell mein Zeug und dann bin ich da wieder raus, ne? Wow. Da ist ein Boss, glaube ich. Ein Robin Quill. Das ist ein Regionalboss? Weiß ich nicht. Sieht aus, also keine Ahnung. Hat er eine Bossbar? Ja, ein Bosszeichen, keine Ahnung. Nein. Ja, das ist nur Elite. Also sehr viel stärker als du. Ah, cool. Schläft. Ich versuche mich vorbei zu sneaken. Ich sollte vielleicht nicht mit einer Taschenlampe rumrennen. Ist egal. Ja, gut. Weil, also wenn du tief und fest schläfst und dann jemand mit einer Taschenlampe in dein Zimmer geht und dich nicht direkt anleuchtet, dann merkst du es auch nicht. Okay. Oder mit einer Kerze. Oder mit einer brennenden Fackel. Ja, genau. Das ist wie so oft deine Mutter nachts. Wow. Der Glückfluch, der Nie-Glückfluch muss ja irgendwo herkommen, ne? Die tun nicht mit Fackeln und so verfluchen, machen einen Fackelmarsch in dein Schlafzimmer. Macht deine Familie das nicht? Nee, warte mal, ich bin mir sicher, welcher. War das da hinten deiner, oder? Ja, okay, passt. Jetzt nix hier weg, Flucht. Hier gehen wir später nochmal hin und dann raiden wir hier alles. Da ist ein ultra böses Vieh, das mich schon will. Loopmon. Ja, das ist unfassbar böse. Oh mein Gott. Junge! Level 28. Aggressiv. Das sieht aus wie wie Cerados. Weißt du, welches ich meine? 700 Nein. Schaden hat es dir gemacht. Ja, nicht mir, meinem Vieh. Lauf! Okay. Gott sei Dank habe ich den Schweinesprint. Bene, wegen rechts, 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 rechts. Da ist das Vieh. 17er. Level 17. Das Ding, nee, das kannst du behalten. Oder hol dir mal den Tombelt.